Ahoi Kameraden, ahoi Tetrapäckis und alle, die es werden wollen. Herzlich willkommen zu Workers and Resources, Soviet Republic, jawohl. Der Entwickler war so nett und hat mir einen Key zu dem Spiel geschickt und es ist ein Aufbaustrategiespiel der etwas anderen Art, würde ich mal sagen, und zwar der Sowjetrepublik-Art, also der kommunistischen Art. Was das genau zu bedeuten hat, das werden wir jetzt ergründen. Schauen wir mal, leicht, Startgeld leicht, ja, ich glaube, das ist Reaktion unzufriedener Bürger. Ich glaube, wir fangen erstmal leicht an. Tag-Nacht-Zyklus lassen wir an, Feuer lassen wir an. Globale Ereignisse gibt es noch nicht, die sollen später hinzukommen. Mittlere Hügel leer, nein, ich würde schon gern ein paar Städte haben. Wenn wir auf leer spielen, dann müssten wir jede einzelne Stadt selbst bauen. Aber das ist für den Anfang, glaube ich, ein bisschen zu kompliziert. So, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir springen einfach mal rein. Ja, also das Spiel basiert auf der Sowjetrepublik. Wir haben das, oder das Startjahr ist jetzt 1970. Und wir sehen hier... Genau. Genau. Moment. Wir sehen hier oben einmal, das sind die Dollar, das sind die Devisen, die wir haben, 2 Millionen. Und das ist, ja, weiß ich nicht, die russische Währung, jetzt wollte ich gerade sagen Zloty, aber das ist ja Polen. Rubel oder was es sein wird, vermutlich 10 Millionen. Und wir müssen nun dafür sorgen, dass die sozialistische Infrastruktur... Ach so. Ich sehe gerade, irgendwas ist mit der Steuerung. Ich glaube, die muss ich nochmal eben ein bisschen anpassen. Wenn ich jetzt wüsste, wie. Hallo? Hallo, hallo? Ach, da oben. So. Einstellung. Maus. So. Freie Rotationskamera. Steuerung links. Zoomen. Rotate Building. Hallo? Achso. Nein, nicht verwerfen. Schon speichern. RMB. WASD Steuerung links. Nee, er schaltet aber leider. Schaltet leider nicht richtig um. Mal gucken, vielleicht kommen wir ja so klar. Nee, kommen wir nicht. Hm. Das ist jetzt... Warum macht er das? Ah. Aha. Okay. Mein Fehler. Sorry. Ja, ich muss hier auch noch erstmal klarkommen mit dieser ganzen... Mit dem ganzen Gesteuere. Können wir so drehen? Nee. Da müssen wir wieder umschalten. Okay. So. Wir suchen uns mal hier ein Städtchen heraus. Am besten eines... Eines wie dieses hier. Und fangen an, das Städtchen zu entwickeln. Und zwar haben wir hier unser wunderschönes Baumenü. Wie wir es aus vielen ähnlichen Spielen kennen. Und, ja, so. Und auch dort haben wir verschiedene Gebäudearten. Jetzt sind wir natürlich wieder zurück. Ja, ihr seht, es hakelt noch ein bisschen. Bauwirtschaftliche Industrie, Konstruktionsbau. Oh, das ist auch neu. Ich hatte vor ein paar Tagen mal reingeguckt, aber es gab mittlerweile auch Updates. Hier sind die verschiedenen Rohstoffarten, Kiesgewinnung, Beton,
Lager, Lagerhallen, etc., etc. Wohngebäude gibt es natürlich eine ganze Menge, die werden später auch noch wichtig. Aber was für uns jetzt erstmal ganz wichtig ist, Nahrung. Denn die Leute brauchen natürlich was zu essen. Wir haben hier einen Agrarbauernhof. Ja, schauen wir mal. Die Straßen. Ja, setzen wir hier erstmal eine weitere Straße an. Das ist hier oben. So. Lehmstraße, Kiesstraße. Da das nur Landwirtschaft sein soll, würde ich sagen, fangen wir hier einfach mal mit einer Kiesstraße an. So. Jawohl. Da wird auch schon fleißig gebaut. Und dann können wir schon mal einen Agrarbauernhof. Ach so, richtig. Das Rotieren. Zoomen. Rotate Building. Scrollrad. Okay, dann müsste das ja eigentlich folgendermaßen funktionieren. Ihr wisst ja, ich selbst habe kein Entschuldigung, ich habe kein Scrollrad, weil ich mit dem Touchpad spiele. Aber ich habe das mit Neatmaus. Ja, genau. Mit Neatmaus habe ich das. Auf die Tastatur gelegt. So, Straßenanbindung haben wir. Wir müssen links und rechts ein bisschen Platz lassen. Warum? Das zeige ich euch sofort. Reicht das? Ja, ich denke, so ist es in Ordnung. Okay. Wir brauchen noch eine Nahrungsmittelfabrik. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal näher ran. So. Dem geneigten Betrachter mag es vielleicht schon aufgefallen sein. Wir haben hier unten, seht ihr das, diese gelben Markierungen auf der, an den Lagerhallen. Zwischen Lagerhallen und Silos. Ah, verdammt. Habe ich hier? Sehe ich jetzt gar nicht. Nee, haben wir natürlich nicht. Also müssen wir die Fabrik so hinsetzen. Warum? Das seht ihr gleich. So, hier die Nahrungsfabrik. Jetzt gehen wir wieder zur Infrastruktur. Hier ist halt alles, nicht alles, aber vieles ein klein wenig anders. Hier eine Verbindung zwischen Fabriken und das sind genau diese gelben Markierungen. Hier können wir die Fabriken verbinden, sodass die Getreide, die Ernte direkt in die Lebensmittelfabrik quasi rübergeschafft wird. Es gibt auch für Industrieanlagen Förderbänder und so weiter, mit denen verschiedene Firmen verbunden werden können oder auch Beladungsstationen etc., aber hier ist erstmal wichtig die Lebensmittelfabrik mit der Genossenschaft quasi zu verbinden. So. Ein bisschen rauszoomen. Was wir jetzt natürlich brauchen, erstmal die Straße noch ein bisschen verlängern, würde ich sagen. Und dann gucken. Ja. Und dann schauen, dass zu einer Genossenschaft natürlich immer Felder gehören. Mal gucken, ob wir ein großes Feld
Mhm. Oh, da wär's gerade. Hier geht's. Mal schauen. Was? Nee. Perfekt. Das mit der Bodenbeschaffenheit, mit der Unebenheit, das ist in dem Spiel manchmal wirklich ein bisschen tückisch. Denn, die Tools, um das Ganze zu begradigen, die sind halt auch noch ein bisschen frickelig. Das Ganze ist auch im Early Access, soweit ich weiß. Und damit halt noch nicht endgültig released. Also sollte man da noch ein wenig drüber hinwegsehen. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier, die Straße ist nicht angebunden, ne? Aber jetzt. Sehr schön. So, dann haben wir schon mal zwei Felder. Was wir nun natürlich noch brauchen. Zugeordnete Felder. Weisen Sie die Felder zu. Einmal das. Und einmal das. Jawohl. Und wir brauchen natürlich Nutzfahrzeuge. Also kaufen wir uns Nutzfahrzeuge. Zunächst einmal für die Aussaat. Nochmal zwei Traktoren. Für die Ernte. Zwei Mähdrescher. Und was haben wir hier? Wir wollen möglichst viel Tonnage machen. 8 Tonnen. 8 Tonnen, 12 Tonnen. Dafür viel langsamer, ja. Was haben wir hier noch? Die sind wohl kleiner alle. Ja, egal. Und hier 7 Tonnen. 4 Tonnen. Ja, komm, nehmen wir die alten Katz. K-A-Z. 1, 2. Die transportieren die Ernte dann nämlich in die Genossenschaft hinein. Jawohl. Rein theoretisch, genau, da sehen wir es schon. Die Traktoren haben bereits ihre Arbeit aufgenommen. Das Interessante hier bei Workers and Resources ist, man kann Straßen mit Geld bauen, also Straßen oder Gebäude zum Beispiel mit Geld, oder einfach, indem man die Rohstoffe bereitstellt und die Arbeitskräfte. Also Geld ist hier im Prinzip gar nicht so das Wichtigste, sondern wichtig sind Arbeitskräfte, wichtig sind Rohstoffe, die für die Arbeit verwendet werden. Und das macht die ganze Sache wahnsinnig komplex. Das mag man am Anfang erstmal so noch gar nicht sehen. Aber das wird später wohl, ja, etwas unübersichtlich, sagen wir es mal so. Und damit von der Komplexität und vom Schwierigkeitsgrad her, glaube ich, gar nicht so einfach, sondern recht anspruchsvoll. So, ich wollte noch mal ein bisschen drain. Ach, jetzt haben wir beim Schwierigkeitsgrad, weiß ich gerade gar nicht. Es gibt eine Komplexitätsstufe, die wir gar nicht ausgewählt haben, ist die Stromversorgung. Wirtschaft und Handel, oh, das ist auch neu, oder? Ah, ne, das ist nur die Bilanz. Was haben wir hier? Öl, Bitumen, Kraftstoff, ja. Ne, genau, das habe ich vorhin beim Spielstand erstellen nicht berücksichtigt. Machen wir vielleicht mal in einem anderen, das soll jetzt nur so ein angespielt sein. Und zwar ist es dann so, dass man die Städte auch mit Stromleitungen, mit Kraftwerken und Stromleitungen verbinden muss, mit Umspannwerken, mit allem Pipapo. Also die Spieltiefe, die sich jetzt schon abzeichnet, die ist enorm. Und wie gesagt, das ist Early Access.
Und soweit ich weiß, ist das auch nur ein Ein-Mann-Projekt. Also Hut ab vor dem Entwickler. Das ist wirklich schon beachtlich, was er da auf die Beine stellt. Gut. Unsere Traktoren sind fleißig am Werken. Wir können auch leider keinen zweiten hinzufügen. Aber ich würde sagen, da wir ja hier schon mal Lebensmittel parat stellen, bräuchten wir auch etwas, wo die Lebensmittel verkauft werden, nicht wahr? Eine Station, das wäre sinnvoll. Und die Leute, die möchten ja auch an die Lebensmittel rankommen. Alright, dann schauen wir mal. Ach, der Soundtrack, herrlich. nehmen wir das bei Nahrungs- und Ernte bezogen. Genau, Lebensmittelmarkt. Oh, da fällt mir... Ah, gut, dass wir den jetzt... Na toll. Seht ihr, was ich sehe? Die Anschlussstelle für... So, die Anschlussstelle für den Direkttransport ist natürlich genau gegenüber oder auf der falschen Seite vom Straßenanschluss. Was in diesem Fall nicht schlimm ist, weil die Lebensmittelfabrik selbst auch noch nicht an die Straße angeschlossen ist. Also können wir die schön hierhin platzieren. So. Jetzt gehen wir nochmal ein bisschen näher ran. Oh oh, hoffentlich haut das hin. Ja, doch, müsste aber. Infrastruktur. Verbindung zwischen den Fabriken. Man kann das Ganze natürlich auch per LKW transportieren lassen. Das geht genauso gut. Aber wenn wir jetzt hier schon mal die Möglichkeit haben, warum sollten wir sie nicht nutzen? So. Komm, da machen wir mal eine... ordentliche Asphaltstraße hin. Und die verbinden wir hier ebenfalls. Jawohl. Was auch für die Einwohner dieser Sowjetrepubliken sehr wichtig immer ist, sind diese Fußwege hier. Denn wie ihr seht, momentan rennen sie alle schön in den Supermarkt hinein. Und damit auch jeder Zugang zum Supermarkt hat, sollten wir öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung stellen. Diese sind nämlich in dieser Sowjetrepublik auch unwahrscheinlich wichtig. Oh, mal gucken, wo bauen wir denn am besten unser... Ja, hier, wunderbar. Unser erstes Busdepot hin. Konstruktion, wo waren die nochmal? Lager und Waren aus verschiedenen Industrien. Nee, das müsste auch hier gewesen sein. So, Depots und verwandte Gebäude. Erstmal ein Depot für Straßenfahrzeuge. Das können wir hier hin. Mal schauen. Können wir das schön hier zwischenpacken? Jawohl. So passt es doch sehr gut. Da haben wir schon mal das Depot. Und dann brauchen wir natürlich noch eine Busplattform. Die können wir doch gleich hier hinsetzen. Ey, wirst du wohl? Ja. So, eine hier.
Und was sinnvoll wäre, wenn hier oben noch, ich denke, da reicht eine kleine Busplattform. Wir hier noch eine hinbauen. Bauen wir sie so. Und verbinden sie dann jeweils mit der Straße. Einmal. Zweimal, jawohl. Infrastrukturchen. Nein, Quatsch. Hier. Fußwege. So. Sehr schön. Damit hätten wir auch unser erstes Infrastrukturprojekt Mobilität fertig. Fehlen natürlich noch Straßenfahrzeuge. Die kaufen wir uns mit Rubels. Was haben wir hier? 9 Tonnen, 55 Passagiere, 80 km/h, perfekt. Gucken, ob einer reicht. Probieren wir das erstmal. So. Ah. Da können wir schauen, wie fußläufig das Depot erreichbar ist. Wobei das Depot jetzt erstmal nicht so wichtig ist. So. Oh, stimmt. Neuer Stopp. Einmal hier. Einmal hier. Und dann können wir den guten auch fahren lassen. Da geht's los. Oh Gott, er fährt direkt mal unsere Einwohner platt hier. Nicht die beste Idee, mein Lieber. Sehe ich das richtig? Stehen da schon ganz viele? Wow. 55 Arbeiter. Ja, vielleicht sollten wir doch direkt einen zweiten, wenn er da hinten ist, mache ich mal auf Pause. Also wenn er das Ziel erreicht hat. Weil das lohnt sich ja jetzt doch schon ordentlich. So. Vorbei an der riesigen Kathedrale. Später müssen wir auch noch Rohstoffe, Eisen, Kohle, also Erze allgemein abbauen, wie sich das für so eine Aufbaustrategiespiel gehört, um alles hier am Laufen zu halten. Naja, die Straßen sollten wir auf jeden Fall auch upgraden. Denn 35 km/h ist jetzt nicht so der Knaller. Da gibt er wieder Gas, jawohl. So. Okay. Schwupp. Wir eilen zurück zum Depot. Können wir wegmachen und holen uns direkt noch einen zweiten Bus mit Rubeln. Ein Schaff 11M3 aus Bulgarien. Jawohl. Gib mal her. Schwupp. Station hinzufügen. Die hier. Und dann die hier. Starte. Zack. Da kann es dann auch schon wieder losgehen. Ist das nicht schön? Guck. Oh ja. Die Plattform lohnt sich tatsächlich. Gucken.
Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte den hier anschauen. Ja. Alles voll. Alles voll mit Leuten. Hier in unserem Arbeiter- und Bauernstaat. Zoomen wir mal wieder ein bisschen raus. Es sollen übrigens ganz, ganz viele verschiedene Fahrzeugtypen noch ins Spiel kommen. Ich habe gelesen, der Entwickler hat so ein Fable für diese Fahrzeuge aus dem damaligen Ostblock. Er selbst kommt wohl auch aus den Ostblock-Ländern. Ich weiß jetzt nicht genau, woher. So. Für unser weiteres Vorgehen wollte ich ein bisschen... Genau, ich wollte mal schauen wegen den Straßen-Upgrades. Das war in den vorangegangenen Versionen oftmals ein bisschen schwierig. Kann ich die jetzt einfach so upgraden? Ah ja, geht. Sehr schön. Aha, da geht's nicht. Ja. Aufgrund der Häuser vermutlich. Dann dürfen wir das Problem hier ebenfalls haben, oder? Aha, nur ein kleines Stück. Mist. Okay, wenigstens so. Naja. Nicht gerade 100% zufriedenstellend. Aber immerhin. Wieso geht's? Okay. Vielleicht kann man sich doch hier durchtricksen. Mal schauen. Warte mal, mache ich erstmal hier den Rest. Huch. Jawohl. Aha. Sehr schön. Jawohl, wunderbar. Dann müsste das doch hier auch gehen, oder? Perfekt. Macht nur Zebrastreifen dahin. Okay, nee, das ist ja in Ordnung. Können wir uns später auch um die anderen Straßen kümmern. Wonderful. So, für hier unten hatte ich aber etwas ganz anderes, supersozialistisches geplant. Achso, können wir erstmal hier die Straße ebenfalls upgraden. Und dann Wohngebäude. Hier, schönen Plattenbau. So. Benötigt flaches Gelände, okay. Jawohl. Ach, ist das herrlich. Unser erster Plattenbau. Sehr schön. So, der wird gebaut. Haben wir eigentlich mittlerweile... Nee. Ich suche eine Karte. So ein Overlay quasi für Rohstoffe. Denn in den vorherigen Versionen war es ein bisschen schwierig, Minen richtig zu finden. Ich
zeige euch mal, was ich meine. Öl, Bitumen, nein, Kieskohle. Eisen, genau. Eisenmine. Hier, ihr seht, gelb, rot, grün. Da ist es natürlich ein bisschen mühselig, hier die ganze Karte abzusuchen. Und darauf zu warten, wann wird es denn grün da, zum Beispiel. Aber dann halt auch immer nur so ein bisschen. Ist auch nur gelb. Ja, ihr seht schon, also das ist halt so eine kleine Schwierigkeit, die das Spiel mit sich bringt zurzeit noch. Gucken, wie sich das in Zukunft ändern wird. Ja. Wie sieht es eigentlich hier aus? Gut, das dauert natürlich eine ganze Zeit. Und in der Zeit kann natürlich auch die Lebensmittelfabrik nichts produzieren. Sie haben nämlich 0 von 72 Tonnen Pflanzen. Ja. Wir könnten das Ganze jetzt auch importieren. Aber ich würde sagen, wir warten erst nochmal. Und kümmern uns weiter um die Infrastruktur. Sind hier eigentlich Bildungsgebäude dazu gekommen? Hauptquartier der Kommunistischen Partei, Technische Universität, Medizinische Universität. Nein, also nur Universitäten derzeit. Okay. Wohngebäude, Nahrung, Lager und Warenhaus. Holzindustrie, Holzfällerposten. Kleiderindustrie. Ja, so ein Holzfällerposten ist vielleicht auch nicht verkehrt, ne? Hier oben haben wir schöne Holzvorkommen. Mal schauen. Wollen wir das hier so hinsetzen? Ah, es ist natürlich die Frage, kriegen wir eine Straße dahin? Weil ich hatte es ja am Anfang schon mal angesprochen. Wenn das Gelände nicht so eben ist und da sieht es hier gerade nicht unbedingt nach aus. Versuchen wir das mal hier am Fuß. Vielleicht haben wir damit ja Glück. So. Sägewerk. Dass wir das mal hier vielleicht so. Hoffentlich klappt das. Das werden wir jetzt bei der Infrastrukturplanung sehen. Zunächst einmal, nein, nicht Fußweg, sondern, genau, die Fabrikverbindung. Gut, die hat schon mal funktioniert. Aber besonders spannend wird es jetzt. Gut. Das klappt schon mal. Und das klappt auch. Ja, sehr schön. Natürlich bräuchten wir nun auch... Ja, Moment. Wir machen hier schon mal die Straße... vernünftig. So. Ja. Und eine kleine
das sieht so aus, als könnten wir die da schlecht anschließen. Aber ich probiere es mal. So. Ich habe das Gefühl, mit dem Straßenbau hat sich einiges getan. Ah, verdammt. Oh, da war doch gerade... Ja, sehr gut. So. Fußwege. Moment. Können wir die da hochziehen? Jawohl. Jawohl. Schön. Ist die erreichbar? Oder haben wir Mist gebaut? Nein, das funktioniert sehr gut. Okay. Wie viele Arbeiter brauchen wir hier insgesamt? 20. 50. Also müsste ein 55er Bus reichen. Wunderbar. Dann kaufen wir uns noch einen. Den hätten wir gerne, jawohl, danke. Und der soll unsere Arbeiter von hier nach hier befördern. Jawohl. Perfekt. Schauen wir mal, ob schon Arbeitskräfte bereitstehen oder ob sie noch auf sich warten lassen. Oh, jetzt ist alles leer, ha? Huh? Sieht so aus, als wäre das eine Leerfahrt. Doch nicht. 55 Arbeiter, ja super. Ed Löw. Schauen wir uns das Ganze mal an. So. Achso, ich wollte gerade sagen, wie fährt er denn? Was hat er vor? Wo will er hin? Aber alles gut. Er hat sich nicht verfahren. Ja, perfekt. Gut. Damit hätten wir unser kleines Städtchen schon mal so leicht am Laufen. Den ersten kleinen Einblick haben wir erreicht. Das soll es für das Angespielt auch erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, Leute, haltet die Ohren steif, habt eine geile Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Tetragamer Marcel. Ciao, Leute.